Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Outrage für Sex Demonic Impact, die 93 Stufe. Also, ich habe jetzt gerade mal zwischendrin geschaut. Ich denke, die Aufnahme von der Webcam hat diesmal geklappt. Es lag war so wirklich, glaube ich, nur an dem anderen Projekt, was ich mal gespielt habe, soweit ich gesehen habe. Und ich habe jetzt auch geguckt, warum ich nicht angreifen konnte. Es liegt einfach daran, ich habe ja keine Waffe. Ich muss also meine Dämonenkräfte einsetzen. Ich muss die Taste gedrückt halten, denn wir sind jetzt mit der Velia in der Schule und ihre Klasse geht gerade auf sie los. Also ob das jetzt... Ich hoffe, das ist ein schlechter Traum. Ja, Hamana, Hamana, Hamana. Babuschke. Ich. Zack. Autsch. Ja, super. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass jeder Schlag sitzt, dass jeder Schädel weggeschlagen wird. Ansonsten kann ich das immer wieder machen, hä? Okay, aufladen. Hamana, Hamana. Hamana, Hamana. Babuschke. Und du bist auch weg. Komm her, du leere Sau. Und die letzte. Bam. Erfolggebiet gesichert. Also, es war doch nicht, es war nicht mein, es war in gewisser Weise doch mein Fehler, weil ich einfach nur dachte, ich kann normal angreifen. Was ist hier nur los? Ich muss sofort zu Mama und Papa und ihnen sagen, dass hier Monster sind. Sicher, dass ihr Monster sind oder ist das irgendwie ein Albtraum? Ich meine, sie hat doch gerade hier die Leute getötet, richtig? Oder haben sich die Dämonen nur als die ausgegeben? Ich hoffe eher, dass es der Fall ist. Oh je. Das erinnert mich ein bisschen hier an Haunted Horror Biohazard, wo ich hier gegen die Zombies kämpfen muss. Hä? Und der hat eine Frisur wie Sora aus Kingdom Hearts. Oh, Double Kill. Bam. Erfolggebiet gesichert. Oh je, oh je. Also die Welt hat sich ja auch verändert, also ich denke, dass vielleicht ist es so, dass ihre Dämonenkräfte hier einen Streich spielen, ja, und sie träumt wirklich. Hier gibt es Mineralwasser, aber ich trinke lieber dämonische Getränke. Was heißt denn, du trinkst dämonische Getränke hier? Blutorange. Diese Tür ist abgeschlossen, also ich brauche einen Schlüssel. Hier im Regal? Hier ist nichts Nützliches zu finden. Da liegt ein Schlüssel zwischen den Kartons. Aha. Diese Tür ist abgeschlossen. Okay, das, also nie, das ist nicht die Tür für den Schlüssel. Irgendwelche Kartons. Nichts Nützliches. Hier. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Aha. Und ich sollte vorher aufladen. Nicht, dass da wieder welche auf mich warten. Natürlich. Und zack. Double Kill. Babuschke. Herr Uppercut. Woher kommen diese Monster bloß? Bitte helft mir, Mami und Papa. Ich brauche eure Hilfe. Einmal speichern. Einmal Gesundheit. Neben den Behältern liegt ein Schlüssel. Das war ja total richtig. Total richtig. Das ist bloß nutzloser Kram. Nur eine Pinnwand mit Notizen über irgendwelche Formeln. Hier noch was, hier noch was, hier noch was. Hier ist nichts Nützliches. Irgendwelche Kartons, irgendwelche Kartons, Karton, Karton. Oh, die Schubladen sind verschlossen, wie immer. In den Schrank befinden sich noch Bücher für den Unterricht. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Denn jetzt haben wir wahrscheinlich den Schlüssel für den Gang. Sind ja wieder die... Dann ist niemand, okay. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Aufladen, durchgegangen, Schädel gebrochen. Babuschke, ach, ich kann sogar neben ihn dran stehen, um sie zu erwischen. Yikes! Da hat hier jemand so viel Mortal Kombat gesehen, oder? Babuschke! Erfolggebiet gesichert. Ich habe es fast geschafft. Jetzt nur nicht nachlassen. Ist hier irgendwo noch ein Schlüssel? In diesem Schrank ist nichts Nützliches zu finden. Lauter Kram. Was war das? Da ist nur lauter Kram drin und nichts, was brauchbar wäre. Na. Irgendwelcher Kram, irgendwas im Eimer. Ich bin im Eimer. Okay, aufladen. Hamana, Hamana, Hamana. Und Babuschke. Oh, Double Kill. Hamana, 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 Babuschke. Gut, der Eingangsbereich ist von den Monstern gesichert. Sind es auch wirklich Monster? Einmal leben. Das sind nur irgendwelche Kartons. Okay, da bei der Tür ist doch sicher noch was.
Diese Tür ist abgeschlossen. Wie auch immer, das ist ja immer bei den Spielen, hä? Die meisten Türen sind zugeschlossen. Lauter Kram, dann nichts Brauchbares zu finden. Oh nein, die Eingangstür ist elektronisch verriegelt. Elektronisch verriegelt? Vielleicht war es hier eben der Jacke drin. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Jetzt finde nur noch die richtige Tür. Aha, bin ich gut oder bin ich gut? Also elektrisch verriegelt. Und dann ist hier die Tür. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Ich pfeife hier durch. Hamana. Babuschke! Erfolggebiet gesichert. Wie sind die denn hier reingekommen? Und was haben die gemacht? Bestimmt irgendwas Schmutziges. Aber ich will es gar nicht wissen. Oh, die... Wie der Bildschirm leuchtet. Ist da was? Mit dem Computer kann ich die Eingangstüren riegeln. Aber ich brauche ein Passwort. Ach, ein Passwort. Hier im Schrank? In dem Schrank ist nur ein Schlüssel Kram drin. Hier vielleicht? Nichts Nützliches. Da sind noch irgendwelche Kartons. In dem Schrank befinden sich nur irgendwelche Unterlagen. Ich brauche ein Passwort. Wo finde ich das? An der Pinnwand befinden sich Passwörter für den Computer hier. Passwörter für den PC. Aha. Soll ich die mir jetzt auch noch aufschreiben? 9073 1058 7239 6432. Aha. Und eins davon ist das Richtige und die anderen aktivieren die Selbstzerstörung. Da mache ich mal, vielleicht. Das war das falsche Passwort. Hey, zwei Versuche bis zur Selbstzerstörung. 7, 2, 3, 9. Da, hallo, gut. Hey, beim zweiten Versuch ist doch wunderbar. Ja, ich habe die Eingangstür entriegelt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und da wartet draußen schon der nächste Gegner auf mich, gell? Nö, doch nicht. Hamana. Oh je. Babuschke! Und Babuschke! Also jetzt läuft's. Zack. Aber die tun mir schon irgendwie leid, dass ich den hier den Gar ausmachen muss. Erfolggebiet gesichert. Aber schön hier mal in der wirklich komplett neue Umgebung, das auch mit der Schule. Dieses verdammten Monster. Ich kann langsam nicht mehr und bin total erschöpft. Und wer ich... Ah, das ist die Yuki, oder? Also ich habe die bei Welcome's Fighter gesehen und... Ah. Die Yuki ist also... Jemand, der sich mit ihr einen Scherz erlaubt. Ist das vielleicht sowas wie eine Illusion? Was wollt ihr bloß von mir? Lasst mich doch endlich in Ruhe! Lieg ich richtig, das war alles eine Illusion. Und sie wollte nur ihre dämonischen Kräfte sehen. Ach, Kuschelkunde. Auf dem Sofa. Man muss nur mit der Perspektive arbeiten. Und man kommt da auch drauf. Allerdings fehlt einem einfach die Zeit, das zu durchblicken. Weil, jetzt mal, wenn das hier der Boden ist. Ich höre mir gerade den Fernseher an. Helikopter! Wen trifft er? Dann wäre er schon wieder ganz woanders. Dann trifft, also wenn ihr direkt davor steht, werdet ihr nicht getroffen. Das ist sowieso ein guter Indikator. Stellt euch irgendwo hin, wo ihr safe seid. Stellt euch vorhin, wo ihr sicher seid. Guter Plan. Dann stellt euch ganz nach oben. Aha. Und schlagt einfach wie wild in die Richtung. Ihr könnt ja da nicht weiter. Wild in die Richtung schlagen, das kann ich. Und irgendwann kommt der Helikopter. Ja. Und wenn er anfängt, getroffen zu werden. Aha. Dann wisst ihr, aha, geht er jetzt noch einen Schritt weiter nach oben, dann ist er mit mir auf einer Linie. Dann trifft er mich. Ach, dann trifft er mich. Das ist aus Outrageous Fourth Unbanned God, wo es ja einen Helikopter-Bosskampf gab. Richtig, richtig. Oh, ein kleiner Walkthrough. Oha. Das, also die schauen sich ein Let's Play an. Was ein Amateur, wirklich.
Das Spiel ist doch nicht schwer. Soll das jetzt hier eine Anspreche? Soll mich das jetzt ansprechen? Hä? Das Spiel ist doch nicht schwer. Glaube, dem muss ich mal zeigen, wie man das richtig zockt. Tut mir leid, ich bin nicht so gut, mich an Stimmen zu erinnern. Bist du das, Basti? Das könnte sogar sein, hast du dir ein Let's Play in einem deiner eigenen Spiele reingepackt? Das wär's. Mecker, Mecker, der Spieler ist ja fast so schlimm wie Catherine. Daken, ist Velia nicht wieder alles weg, du Arschloch? Aha, aber ich träume ja komisches Zeug in der Nacht. Verena schläft und sieht dabei immer so süß aus. Bitte wach jetzt nicht auf. Schaute sich gerade ihren Hintern an? Jackpot. Abgesehen von dem Geschrei bist du wirklich der Hauptgewinn. Finger weg vom Hinterteil! Was zur Hölle geht denn jetzt ab? Ich hoffe, das hast du nicht mit Absicht aktiviert, Arschloch. Was? Nein! Irgendwas hat den Alarm ausgelöst. Dein Glück, Daiken. Ich habe gerade so schön geschlafen. Das glaube ich dir. Aber komm, wir müssen nachsehen, was da los ist. Oh nein, ach, ist die schwere Entscheidung, die sie treffen müssen. Sie ist die... Okay. Also wenn das eine Illusion ist, ja, dann ist es eine verdammt gute Illusion, wenn sogar die beiden die sehen. Wenn sie jetzt wirklich ihre Schulkameraden massakriert hat, dann verstehe ich die schwere Entscheidung. Und zwar, sie ist die Bedrohung. Sie ist aber gleichzeitig ihre Tochter. Sie können sie ja nicht einfach nur hier jetzt davon einfach nur verwarnen, oder? Oh, verdammte Scheiße. Was zur Hölle ist hier passiert? Velia, was hast du nur getan? Mami? Was hast du getan, Velia? Sag es mir, verdammt! Ich wollte das nicht tun, Mami. Outrageous Sex Demonic Impact. Und das war noch das Intro, oh je. Da kommen dann also noch mehr auf uns zu. Hoi. Und jetzt nochmal ganz von vorne. Was ist da passiert, Velia? Sag uns, warum du deine dämonischen Kräfte benutzt hast. Dreh dich sofort um und sag uns, wieso du das getan hast, Velia. Ja, Mami. Da sind plötzlich Monster aufgetaucht. Überall in dem Gebäude. Ich hatte furchtbare Angst, als sie mich angreifen wollten. Das waren keine Monster, sondern ganz normale Menschen. Wir haben es überprüft und keine dämonische Aura festgestellt. Ich verstehe das nicht. Du hast versprochen, keinen Ärger zu machen, Velia. Und jetzt sind viele unschuldige Menschen tot. Vielleicht habe ich halb recht, ja? Es war eine Illusion, ja, aber nicht, dass sie angebliche Leute getötet hat. Die sind jetzt wirklich tot. Sondern es war eine Illusion, dass für sie sahen die Menschen aus wie Dämonen. Und ich wette, dieses Mädchen, ich weiß ja ihren Namen schon, ich hatte bei Wild Games Fighter, hatte ich ein Bild von ihr gesehen, ja, in einem Video von Basti, da war die drinnen vorgekommen. Die hat wahrscheinlich die Illusion verursacht. Oh je. Sag uns die Wahrheit, Velia. Ich sag euch doch die Wahrheit. Es waren überall Dämonen. Hör auf mit diesem Gerede von Dämonen. Das Display hat nur auf dich reagiert. Warum glaubt ihr mir nicht? Spar dir die Tränen. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Denkst du auch, dass ich lüge, Papa? Ich hab das nicht mit Absicht getan. Tut mir leid, Velia, aber ich weiß im Moment nicht, was ich glauben soll. Ich schwöre bei meinem Leben, dass ich die Wahrheit sage. Wisst ihr also, dass das Dämonen sind? Das würde ich jetzt nicht glauben. Aber was ich glauben würde, ist, dass die nicht ohne Grund hier Leute angreifen würde. Also da muss was dahinter stecken. Da müsst ihr doch mal drüber nachdenken, ihr beiden. Geh in Catherines Zimmer, Velia.
Oh Mann. Warst du nicht ein wenig streng zu ihr, Schatz? Nein, das Ganze war ein Fehler. Und außerdem warst du doch von Anfang an dagegen gewesen. Ja, das stimmt schon. Aber wir wissen noch gar nicht, was da passiert ist. Das, was sie uns gesagt hat, Daiken. Oder bist du anderer Ansicht? Sie ist immer noch unsere Velia. Und ich will ihr glauben. Das will ich ja auch, aber ich konnte keine dämonische Aura feststellen. Also wenn die Yuki damit was zu tun hat, kann die das vielleicht gut verstecken. Oder sie ist kein Dämon, sondern hat irgendeine Art Magie benutzt, um diese Illusion zu verursachen. Und weil ein Objekt ja keine Lebensaura hat, wurde das natürlich nicht festgestellt. Ich fühle mich schuldig für die ganze Sache. Ach, Unfug, Verena. Du musst dir dafür nicht die Schuld geben. Leichter gesagt als getan. Was sollen wir jetzt tun, Schatz? Wir reden mit Catherine, wenn sie morgen wieder da ist. Und wie erklären sie diese ganzen Todesfälle in der Schule? Wie soll uns deine Schwester dabei denn helfen? Naja, sie hat öfter einen guten Rat. Oder wenn wir etwas übersehen. Das stimmt wohl. Also warten wir erstmal ab. Genau, und ich überprüfe auch mal das Chaos-Display. Vielleicht kann ich damit etwas herausfinden. Das ist alles so ungewohnt schwer. Viel schlimmer als sonst. Natürlich, es betrifft ja die eigene Tochter. Da kann man nicht hier einfach mal einem Dämon hier den Kopf abschlagen. Alles wird gut werden, Schatz. Hoffentlich. Und dass Velia das nicht mit Absicht getan hat. Ich hoffe, es hat euch geschmeckt. Ja, war ganz gut, Papa. Die Stimmung. Ich weiß, Catherine kann das viel besser als ich, aber naja. Hat es dir auch geschmeckt, Schatz? Man konnte es essen, Arschloch. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Gut, jetzt ist sie älter, jetzt nimmt sie auch die Wörter in den Mund, hä? Ist ganz schön ungewohnt, wenn Catherine nicht da ist. Naja, immerhin werde ich dann nicht angemeckert. Das kann ich gerne ändern, wenn du es vermisst. Nein, lieber nicht. Die hat immer diesen bösen Blick drauf, die Verena. Gibt's da auch eine andere Option? Hier ist vielleicht eine Stimmung. Sag ich doch. Ich muss das irgendwie ändern. Du bist ein Vater, mach einen Dad-Joke. Wie viele Äpfel wachsen auf dem Baum? Wie viele? Alle! Ah! Und, Velia, wie läuft's in der Schule? Oh fuck. Das habe ich jetzt nicht ernsthaft gefragt. Ja, gut, zum Glück haben wir genug Gläser gekriegt bei McDonald's. Hier gibt's ja immer solche Aktionen, da kriegt man bei jedem Big Mac-Menü ein gratis Glas, ey. Jetzt ist der Tag gekommen. Verena wird mich sicher umbringen. Darf ich aufstehen, Mami? Ja, darfst du, Velia. Entschuldige die Frage von ihm. Keine Sorge, ich weiß, dass die Situation unangenehm ist. Wirklich, es würde mich interessieren, wie haben sie diese Sache erklärt? Ich meine, so viele Schüler sind gestorben, also das kann man nicht einfach unter den Teppich kehren, oder? Und so wie es klingt, ist sie dann weiter auf die Schule gegangen? Wie haben sie das erklärt, dass da ein Gasleck war? Nö, das würde die Wund nicht erklären. Dass da vielleicht eine Explosion war, aber da war ja kein Schaden. Wie erklären sie das? Es fällt mir so schwer, sie anzusehen. Wie schaffst du damit umzugehen? Ich versuche, die Ruhe zu bewahren, solange wir nichts Genaueres wissen. Erstaunlich, wie du das so einfach schaffst. Wirklich, jetzt, was ich wirklich interessant finde, was ich gut finde, ist, am Anfang war das ja wirklich halt Hack and Slay, ja? Einfach ein Actionspiel, wo es gar darum geht, Gegner zu töten. Und jetzt seit dem letzten Teil ist da auch viel Nachvollziehbares drin, ja? Hä? Verlust. Familie und jetzt halt diese Sache mit Vertrauen. Ihre Tochter sagt, sie hat es nicht mit Absicht getan. Die Eltern
Sie haben Zweifel. Oh je, das Drama. Naja, ich bin schließlich ein Held, genau wie du, Verena. Wir müssen versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich will die Wahrheit wissen. Erneut, wie damals. Ganz ruhig, Schatz. Wir überstehen das schon, wie immer. Das hoffe ich sehr. Es ist eine völlig neue Situation für mich. Okay, da sieht man, dass die jetzt weint. Sieht man noch nicht so auf der grauen Haut. Wo ist jetzt ein... Hm? Wer spricht da? Ist das die Yuki? Ist der am Fenster? Hm? Wie ist es mit der Kaffin? Ist die vielleicht ausgezogen? Kann das sein? Hm? Ja, wach auf! Die ist 16. Ich will nicht, dass da Gedanken in mir aufkommen. Sie ist ein schönes Mädchen, aber halt, stopp, hier ist die Grenze. Was? Wer spricht da? Nun, nenne mich einfach Freund. Okay, Freund. Und wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Das ist etwas schwierig zu erklären. Ich bin an einem Ort gefangen. Du bist gefangen? Aber was willst du dann von mir? Wegen dieser Sache, die passiert ist. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Und ich will dir helfen, Lilia. Wie willst du mir denn helfen? Mami und Papa glauben mir nicht. Mami hasst mich. Sie schaut mich an, als ob ich eine böse Dämonin wäre. Ich kann mit ihnen reden, die Sache bereinigen. Nein, ich weiß nicht mal, wer du bist und ob ich dir vertrauen kann. Du kannst mir vertrauen. Ich bin ein Wächter, genau wie dein Vater. Gibt der Schmerz einen? Du bist ein Wächter des Gleichgewichts? Genau das bin ich. Also, lass mich dir helfen, Lilia. Und wie willst du das machen, wenn du gefangen bist? Du weißt doch, wo das Schwert des Vaters ist. Ja, das weiß ich. Wieso fragst du? Nimm es und öffne dann ein Portal. Dann kann ich zu dir kommen. Aber du musst stärker werden, sonst kannst du das nicht tun. Da steht doch was gewaltig. Wenn ich das nehme, wird Papa sehr wütend auf mich sein. Keine Sorge, ich werde alles aufklären, sobald ich befreit bin. Ja, sicher. Wenn sie tot sind, werden sie sich nicht mehr beschweren, hä? Ich traue dem nicht. Vielleicht bin ich jetzt wieder zu voreilig und die Yuki, also dieses Mädchen, was man da hinten gesehen hat mit den blauen Haaren, die ist auch unschuldig und versucht dir zu helfen. Wer weiß? Kann ich das wirklich schaffen? Es ist doch ein Heldenschwert. Was sagt die Zeit? Otto. Bis zum nächsten Speicherpunkt spiele ich noch. Durch das Schwert fließt dämonische Energie. Es gehört einem Dämon. Ich weiß, dass es im Moment etwas viel für dich, aber du kannst es schaffen. Ich will nur, dass Mami und Papa mir glauben und die Wahrheit erfahren. Dann nimm das Schwert, werde stärker und öffne ein Portal. Alles wird gut. Ich weiß nicht so recht, ob ich dir wirklich einfach so vertrauen soll. Das kannst du. Hab keine Angst. Wenn du willst, dass alles wieder gut wird, dann musst du mir vertrauen. Woher weißt du denn, was da passierte? Und wie kannst du mit mir reden? Ich habe eine Verbindung zu dir herstellen können. Und es ist dann gesehen. Hm? Ach, über die Yuki vielleicht. Du wirst zu Unrecht beschuldigt. Und ich will, dass sie die Wahrheit erfahren. Vertrauen, Lilia. Ich werde dir helfen. Versprochen. Okay, Freund. Ich vertraue dir und werde dich befreien. Sehr gut, Lilia. Ich sage dir dann, was du als nächstes tun musst. Oh. Ich vertraue dem nicht. Gegenwart westlich der Stadt. Gut, Freund. In der Teil der Stadt sollte ich hingehen. Und was jetzt? Folge dem Pfad westlich bis zum Stadtrand. Bekämpfe alle Dämonen. Sind sie die neue Bedrohung, von der du auf dem Weg hierher gesprochen hast? Ja, und darauf ist es wichtig, dass du mich befreist. Sie hat mir das angetan, und allein werde ich sie nicht besiegen können. Warum haben es die Dämonen auf mich abgesehen? Ich bin doch auch ein Dämon. Es sind meine Kräfte, nach denen sie verlangen. Aber ich werde dir helfen. Diese doofen Dämonen werden dafür büßen, was sie gemacht haben.
So ist es gut. Lass deinen Zorn freien Lauf. Vernichte sie alle. Das werde ich. Aber du musst Mami und Papa dann die Wahrheit sagen. Das werde ich. Versprochen. Ich stehe immer zu meinem Wort. Was wird sie sagen? Sie hat sie getötet. Ich hab nur gesagt, sie wird mich befreien. Sie hat sie selber getötet. Okay, Freund. Dann wird alles wieder so wie vorher. Keine Sorge, Lydia. Das wird es. Mach dich bereit. Spüre die Aura von Dämonen auf dich zukommen. Oh, neues Design. Ist das da drüben ein Insekt? Sieht so aus. Ob ich das wirklich schaffen kann? Vertrau auf deine Kräfte, Lydia. Du kannst sie besiegen. Okay, Freund. Ich habe Mami oft genug beim Training mit Papa zugesehen. Ich will, dass alles wieder gut wird. Also muss ich kämpfen. So, meine Damen und Herren, da mache ich hier jetzt erstmal einen Cut. Ein schöner Cliffhanger, ne? Also, ein Freund hat sich der Velia hier mit ihr in Verbindung gesetzt. Wir sehen ihn oder sie nicht. Dieser jemand sagt, er, sie ist gefangen und wir sollen sie befreien. Ich traue der Sache nicht. Nö. Besonders, dass sie genau Bescheid weiß, wann die Dämonen kommen. Und alles. Also da bin ich gespannt. Also ich habe da ja wieder einen Ordner bekommen für das Finale wegen dem Thumbnail. Und da hat der Basti wieder gesagt, Achtung, Spoiler-Gefahr. Also ich habe da nichts gemacht. Ich bin gespannt, wie das endet, wie lange das noch geht. Aber auf jeden Fall, ich habe es ja gesagt, finde ich es interessant, wie hier auch wieder das Thema so mit Drama, mit Vertrauen, Familie, Kindern, Eltern, wie das hier mehr in den Vordergrund rückt und das mit dem Kämpfen, das sage ich, Nebensache. Ja, das ist dann das Mittel zum Zweck, dass die Story weitergeführt wird. Also dann, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Outrageous Sex gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, Ihr 93 Jovo. I love Nintendo. Tschüss. And goodbye.